Hallo meine Freunde der Sonne, weiter geht's mit euren Vorschlägen und ihr habt euch gewünscht, dass ich doch mal auf YouTube kacke, Merkels letzte Neujahresansprache angucke. Ja, von 2020, 2021 und ja, wir gucken mal rein, nicht? Warte mal, ich guck mal ganz kurz hier. 720p, okay. Das ist okay. Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, ihr wieder lieben, erben, lieben, leichten, viel kann... Was für ein Spaß ein Jahr liegt hinter uns. Oh ja, das stimmt. 2020 bin ich nicht gekommen, womit die Welt gerechnet hat. Alter. Ja, da wissen alle Bescheid. 2020 ist er nicht gekommen. Für die Leute, die es wissen wollten, für vielleicht private Zwecke. Oh, ist das eklig, ey. Hatte. Ich kann meinen Schmerz nicht lindern. Ich kann nur kacken. Ein bis dahin unbekanntes Virus trifft uns da, wo wir am allermenschlichsten sind. Im engen Arm. Das Virus macht normales Verhalten zu einem sozialen Verhalten. Ich kann nur ahnen, wie krank es sich anfühlen muss für die, die wegen Corona einen geliebten Menschen zu kämpfen haben. Ist also auch im neuen Jahr alles Corona? Nein. Oh, scheiße. Die einen geliebten Menschen bekämpft haben, ey. Ja, auch für die Leute natürlich jetzt ab dem Punkt, ne, natürlich ist es nie lustig. Und ihr wisst, das ist alles nur Spaß. Und an die Leute, die wirklich an Corona jemanden verloren haben, mein Beileid oder allgemein die letztes Jahr jemanden verloren haben, mein größtes Beileid. Ich hoffe, es wird dieses Jahr besser. Bevor das jetzt war's. Gleich wieder was hier in die Kommentare schreibt. Neun Jahr ist alles ein Jahr nach. Die Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci aus Mainz haben mir erzählt, Jana aus Kastel dringt in unsere Körper und unsere Leben ein. Sie ist zynisch und grausam. Sie ist eine historische Krise, genau wie ich. Da gibt es nichts zu beschönigen, aber ich denke genau an wie ich. Gerade auch heute Abend. Auch ich werde mich von Jana aus Kastel finden lassen, wenn ich an der Reihe bin. Die Coronavirus-Pandemie war und ist asozial. Das könnte seltsame Straßen bestimmt auch beweisen. Am Ende dieses atemlosen Jahres heißt es auch, einmal innezuhalten. Die Einsicht, sich selbst auch einmal zu fieten und was besser zu nutzen, Plötzen und Heringen zu essen und zu dreiern, was ein Leben in einer menschenfreundlichen Gesellschaft erst möglich macht. Verschwörungstheorien sind Verschwörungstheorien und Weltregierung ist Weltregierung. Seit 16 Jahren arbeite ich geheim für eins und eins. Dafür danke ich Marcel Dankes von ganzem Herzen, denn er ist und bleibt hart. Wir wissen es. Bei vielen treibenden Arbeitnehmern, Solofiestern und Künstlern herrschen Unsicherheit, ja Existenzangst. Die Bundesregierung hat... Gut, da muss ich wirklich sagen, Existenzangst ist ja wirklich noch Klimflis ausgesprochen. Also ich kenne leider sogar eine Person, die musste jetzt einfach in die Insolvenz gehen, weil das einfach nicht mehr funktioniert hat. Es sind letztes Jahr und definitiv, ich glaube auch dieses Jahr werden noch einige Existenzen zugrunde gehen, was nicht sehr schön ist. Und ja, selbst die ganzen Rettungspakete werden da auch nicht wirklich weiterhelfen, ne? Das ist nicht so schön. Hat sie in dieser ganz unverschuldeten Notlage allein gelassen. Genau, ja, scheiß auf die. Staatliche Unterstützung in nie dagewesener Höhe ist nie dagewesen. Am Ende kommt sowieso die Intensivstationen. Umso wichtiger ist es, dass Mobiti mit all seiner Kraft und seiner Kreativität mutige Ideen für die Zukunft, für allen und für die Dupa entwickelt. Dies ist das letzte Mal, dass ich mich als Bundeskanzlerin mit einer Neujahrsansprache an Sie wenden darf. Lassen Sie mich zum Schluss noch etwas Persönliches sagen. Unser deutsches Volk, Sie haben... Boah, okay. Ja, war lustiger Quickie zwischendurch. Also ich hoffe natürlich, dass ich das Jahr 2021 ein bisschen wende, dass es ein bisschen... schöner wird wieder, aber sieht leider danach nicht so aus. Ich denke mal, wir werden das
Virus noch ein bisschen mit uns führen. Vor allem auch wirtschaftlich gesehen. Ne? Wirtschaftlich gesehen wird das natürlich, erst jetzt merken wir das, aber ich denke mal, im Laufe der nächsten Jahre werden wir es nochmal viel extremer merken. Ne? Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen und wenn ihr mehr Vorschläge haben wollt, schickt sie mir doch wieder über Instagram oder Twitter. Würde mich mega freuen und wir sehen uns definitiv dativ akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss!